Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Serverprojekt. Und mit dabei ist der Ricardo. Hui. Hallo. Und Conny. Hi. Hui. Hi. Einfach so übel dumm. Haben Sie mich Ja. gerade geschlagen? Was? Ist klar. Okay, lass ihn aufsetzen. In den Ofen legen sollen. Ja, für die es noch nicht wissen, ich habe jetzt auch mal ein neues Mikro mir gegönnt. Sollte man, denke ich mal, hören. Hoffe ich. Mein anderes Mikro. Mikro. Mein anderes Mikro wackelt hier noch schön an meinen Hals rum. Das muss sein. Hey! Wow. Lol, wo haben wir denn neuen Dias her? Ich habe Weizenkörner. Oh, hast mir Essen gegeben. Oh, gib mir noch was, ich hab Hunger. Ich hab auch mega Hunger. Was hat mich hier auf ein, zwei Herzen geschlagen? Oh, ich pann nochmal unsere Kühe. So, wir haben schon die Züte. Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Ich hab leider keine Pfeile. Don't hit me. Ich hab leider keine Hilfe, hör. So, okay. Ich baue schon mal hier Zeug an. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch dann bedienen. Oh. An Weizen. Selbstbedienung. Ja, Selbstbedienung. Alter, fällt mir so eine richtig dumme Geschichte ein, die eigentlich jetzt überhaupt nicht zu passen. Ich muss es unbedingt mal erzählen, ne? Oh, jetzt kommt also, so. Marvin, am Mommelstein, da habe ich einmal gegessen, ne? Ja, schön. Und, und da war es hart, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen, Alter. Warte, meine Mutter. Ab dem Tag wollte ich niemals wieder dort ein Eis essen, ne? Weil dieser eine Typ da, der auch kellnert, ne? Ja, ich sag seinen Namen lieber nicht. Ja, genau, sag seinen Namen nicht. Ne, Alter, der hat mich damals dermaßen verstreckt, ne? Ich hab mir ein Eis genommen, da war irgend so ein Felix da, ne? Kann ja schon mal nichts Gutes heißen, der hieß Felix. So. Dann, ich gehe da so hin, frage so, ja, kann man sich da einfach ein Eis nehmen? Ja. So, ich hatte natürlich nicht vor, es zu klauen. Er hat das aber komplett falsch aufgenommen, hat mich dann so zusammengeschissen und seitdem klebt dann Schild, keine Selbstbedienung. Der Norm hat mir das mal anders erzählt. Der Norm wollte ich da auch ein Eis rausnehmen und es war schon bezahlt. Und dann kam der Typ an und hat dann angeschissen. Hat ja, einer gut. Zwei Eisen für mich? Ich habe gerade 21 Eisen dabei, ich gehe jetzt aber in die Mine, ne? Nicht ein. Warte, ich hab doch bestimmt noch. Warte, ich komm mal mit. Ja. Ich kann dir eine Spitzhacke geben. Hier, komm hier. Hui. Conny, komm mal zum Spawn hier. Gib mal Slash Kill ein. Ich kann dir eine Spitzhacke geben. Wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Ach, egal. Na, bei mir ist noch nicht der dritte Part, bei mir ist erst der zweite. Wohl bemerkt. Wo bist du denn jetzt, Conny? Ich lauf zu dir. Gib einfach Slash Kill ein. Hab ich OP? Eben nicht. Ach so, oh. Hä, was ist das? Ich bin ja schon gleich am Spawn. Nee, eigentlich. Hä? Aber hier sind überall Namen. Ich kann kein Slash Kill eingeben. Ach so, das ist ja vom Damage Indicators Mod. Oh, nee. Was denn? Ich denke, ich sehe hier überall Namen und wir sind das Monster in irgendwelchen Höhlen. Komm schnell, Haus, komm hoch. Und, oh. Ich hab zwei Herzen, hast du was zu essen? Ach, da unten, ne, wo ist denn der Höhleneingang? Ich such den die ganze Zeit. Ich kann dich die Pedig wieder auf Ebene 12, okay? Ich sag's dir. Ja, okay, eigentlich. Ja, dann port Conny auch hin. Ja, dann mach das. Ich hab zwei Herzen. Los, Marvin. Ich kann dir nichts zu essen geben. Ach, hier ist wieder unsere alte Höhle. Ja. Gut. Ich könnte Spinnauge essen. Jetzt Conny auch dahin. Ja, das würde ich dir empfehlen. Das ist eine äußerst geile Delikatesse. Ja. Bin ja für 4, nice. So, gut, ich hatte also heute mal vor, mein Haus weiterzubauen. Ui. Ja, dann mach das mal. Was ich schon seit 3 Parts mache. 4. Okay. 3 oder 4? 3. Komm ein bisschen hintergelaufen, Conny. Ich bin. Nein, das ist ja eigentlich bei mir ist der zweite. Achso, nö, bei mir ist schon. Ja, der zweite, ja. Ich grab jetzt einfach mal hier drum. Vielleicht finden wir hier irgendwann mal eine Höhle, Leute, ne? So. Was stimmt denn eigentlich schon wieder nicht mit der Maus, ne? Da könnte ich schon wieder kotzen. Oh, mein läuft gerade ganz gut. Meiner ist wieder so ein Abwack. Was viele nicht wissen, ich spiele immer noch mit dieser Standard-Maus, die es kostenlos zu dem PC dazu gab. Alles die Maus klar. Ist einfach toll. Die ist einfach so richtig mini. Boah, und ich kann damit einfach gar nicht triggern, aber trotzdem, die ist richtig geil. Aber trotzdem haut er wieder mit irgendwas drauf. Kleinen. Ist einfach so furchtbar. So. Der Moment, wenn es im Zimmer, wenn man bemerkt, dass es im Zimmer zu hell ist. Ja, ich habe gerade meinen Rollladen drunter gemacht.
meine Rouladen. Ja. So true. Eine Seite so ist offen. Oh, motherfucking goddamn true. Alles klar. Kann ich jetzt bitte mal was finden? Ich will mal Dias. Ach nur, wir haben ja schon 9 Dias, ne? Kann ich mal Eisen finden? Oh, ich hab Redstone. Oh, ich auch. Komm doch Conny mal zu mir. Ich will nicht das Redstone berühren. Sag mal, ich wusste schon immer, dass die irgendwie nicht mal ganz normal ist. Ja, weiß ich. Was jetzt kann ich weiterbauen. So. Bin auf 5. Okay, wir können noch circa 20 Minuten aufnehmen, ne? Weil jo, wir wollten ja halt nicht so lange. Genau, das ist jetzt auch das wirklich erste Video, was ich wirklich mit einem neuen Headset aufnehme. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie die Qualität so ist. Neues Headset, neues Mikrofon. Schick doch mal ein Bild, ich will mal wissen, wie das aussieht. Ja, okay. Mach ich. Okay. So. Nochmal Redstone. Okay, Levelfarm geht ja eigentlich richtig nice. Warte mal. Ich versuch mal. Gleich. Ah, ich hab keinen Wassereimer. Ich höre hier gerade Lava, wir konnten uns schon einen Zaubertisch machen. Ich hab mir gerade einen Wassereimer geholt. Zufall? Ich glaube nicht. Ich hab mir genau in dem Moment, wo du gesagt hast, ja, schade, dass ich keinen Wassereimer dabei habe, habe ich mir einen Wassereimer geholt. Warte mal, ich muss jetzt mal die Musik hier lauter machen. Ich höre nämlich gar nicht, wo die Musik. Wo die Lava herkommt. Irgendwie höre ich die Lava. Also ich kann irgendwie deuten, aus welcher Richtung. Mich. Ich bin in der Marvin Port mal Conny zu mir. Ich kann dir eine Spitzhacke geben. Ich habe gerade 3 gemacht. Ich könnte noch ein paar machen. Irgendwo rechts hier höre ich doch das die Lava. Ich weiß nicht, geht euch das auch so oder kennt ihr das überhaupt nicht? Wenn ihr Lava hört und dann wisst ihr, aus welcher Richtung es kommt. Kann mich bitte mal einer TP? Ich hab ja. 2 Herzen. Vielleicht sterbe ich jetzt. Marvin, kennst du das? Ah, ich hab sie gefunden, tatsächlich. Oh, lol, ich glaube, ich hab einen Spawner. Oh, das war ein MLG, Mann. Das war ein MLG. Yay. 107, warte mal. Ich hab, glaube ich... 107. 21. Nein, wir waren in der Höhle schon. 106, 107. Och, nee. Marvin, wir waren schon in der Höhle. Ja, warte mal. Ricardo, nimm schon mal die Spitzhacke in die Hand. Ja. Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Helfen Sie mir bitte. Warte. Kannst du dich mal. Warte. Ich hole mir jetzt Wassereimer und dann können wir uns den Zaubertisch machen, okay? Kann einer bitte mal mich tippen? Ich habe keine Spitzhacke. Ja, port mal Conny zu mir schnell. Dann hole ich mir in der Zeit den Wassereimer. Ah, was ist denn hier los? Nein! Marvin, ist das denn fucking ernst? Ich habe einen Herd, bitte helfen. Bitte helfen Sie mir. Bin ich eben nicht 12? Yeah. Ich bin tot. Kann ich nicht irgendwie /back eingeben, damit ich zurück an die Stelle komme, wo ich gerade eben war? Genau. Ich probier's einfach mal /back. Dieser Command ist nicht vorhanden. Ja, unbekannter Befehl leider. Das ist einfach mal jeder ausprobiert hat. Ah, jetzt hab ich hier ist Kohle. Oh Mann, Marvin, kannst du mich dann nochmal dahin porten, wo ich vorher war? Weißt du die Koordinaten? Kannst du es irgendwie sehen? 0, 12. Ja, okay, warte, jetzt noch nicht. Halt, stopp, ich habe hier gerade Redstone gefunden. Nein, bitte. Ein Sekündchen, bitte. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Darf man das eigentlich einfügen? Ich würde das echt gerne mal einfügen. Ja, das fügt aber einfach immer ein. Ja, trotzdem, man weiß halt nicht. Die können auch einfach nach dem Rechten gestartet haben. Jetzt bot mich bitte mal zurück, Marvin, bitte. Bitte hilf mir, ich bin nicht in Gefahr, aber trotzdem. Willst du mich verarschen? Ja. Nein. Ich will dahin zurück, wo ich gerade eben war, wo du mich weggeportet hast. Ach so. Er killt mich eiskalt. Danke. Ja, jetzt nimm Wassereimer mit. Ja, ich wollte gerade in der Höhle Wassereimer machen, aber ich habe meine Werkbank gesetzt. Lol, ich habe eine Hexe. Scheiße. Fuck, stirb. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Stirb. Oh, sie ist tot. Scheiße. Jetzt hast du dich teleportiert. Ach, gut gemacht. Klappt hervorragend. Ah, in der Zeit angle ich ein bisschen. Ja, jetzt hätte ich nicht mehr. Leute, ich bin so blöd. Ich habe das jetzt die ganze Zeit vergessen. Wir könnten einen Shader reinmachen. Ich mache jetzt mal den Zeus rein. Zeus Preview. Wollte mich eigentlich reinmachen können. Oh mein. Marvin, du. Mein Gott. Marvin, nicht dahin. Ich will in die Höhle. Ach, das ist ja das. Warte, ja, okay, dann lass mich hier weiterlaufen. Dann ist okay. Dann laufe ich zurück in die Höhle und schneide ich das kurz drauf. Was ist denn hier los? Das ist doch nicht unsere Höhle. Ja, ich würde ja gerne meinen Shader ausprobieren. Was ist denn das? Ah, jetzt habe ich nur 24 Fans. Willst du mich verarschen? Wo bin ich denn? Da, wo ich die letzte Folge auch teleportiert habe. Ach so, gut, warte. Dann muss ich ja hier irgendwo in der Nähe das sein. Ihr seht schon, jetzt hat mich natürlich der Marvin genau teleportiert, wo ich euch den Shader zeigen wollte. Das macht aber nichts.
Denn die Lava sieht damit auch nice aus. Oh, jetzt habe ich wieder richtig viel FPS. Ich habe das Gefühl, ich puste die ganze Zeit wirklich in mein Mikro. Hört ihr das extrem, oder? Geht's noch? Gut. Ich bin jetzt etwas weiter. Wie mit deinem alten Headset. Oh, das war ja schlimm, Mann. Ah, hier ist die Höhle. Perfekt. Und hier habe ich gerade einen Zaubertisch aufgestellt. So, und jetzt könnt ihr mal die Lava sehen. Das sieht alles richtig nice aus. Aber am Tageslicht sieht das alles noch besser. Ah! Ich bin jetzt zweimal beinahe einfach so in die Lava gehüpft. So, ich züchte dann, ich paar dann nochmal ein paar Kühe und dann haben wir schon mal. Nein! Oh Gott. Okay, ich back keine Kühe, alles klar. Du backst Kühe. Ich back Kühe. Ja, ich back mir Kühe. Na, und wie gehen die? Ich mag gerne wissen. Vielleicht ein Rezept mal für zwischendurch. Ja, du nimmst einfach eine Milch, dann ein paar Eier und dann noch ein paar Pilze. Okay, was ist jetzt mit Pilzen? Und dann, ja, keine Ahnung, die. Das Euter ist das. Ach, was weiß ich. Ich habe gerade irgendwo einen Creeper gehört. Wir können doch kein Obsidian abbauen. Kann mir mal jemand Dias hierher bringen? Bitte, wo ich gerade bin. Ich habe Essen gegessen. Marvin, bring mir mal bitte Dias. Warte, wenn ich. Du musst dich umbringen oder du teleportierst dich dann mal zu mir, ja? Da mache ich Slash Kill. Ja, okay, warte, dann teleportier du mich mal zu dir, wenn. Ich hab Essen, Leute. Wenn ich sage, ich mache jetzt eine Dia-Spitzhack und dann können wir hier Obsidian abbauen. Wo hast du denn Essen her? Ah. Ich bin in die Wildnis gegangen und habe welche Tiere getötet. In die Wildnis gegangen und Tiere getötet? Ja, okay. Ja. Ich bin halt gegangen. Ich bin in die Wildnis gegangen und habe irgendwelche Tiere getötet. Alter, also, irgendwas ist mit meiner Maus. Stimmt das mit dem USB-Anschluss nicht, wo ich meine Funkmaus drin habe? Stimmt damit irgendwas nicht? Stimmt was mit dem Maustreiber im Computer nicht? Los. Oder? Achso, nichts. Okay, Marvin, warte. Kannst du mich gleich teleportieren? Gleich, nicht jetzt. Danke. Können wir mal schlafen? Bei mir ja, ich würde auch gerade gerne schlafen. Ich würde euch gerne meinen Shader zeigen, Leute. Das wäre toll. Ich würde sie gerne ausprobieren. Ich habe Angst, dass mein Minecraft crasht. Du hast gerade das Kommando, ich habe ein halbes Herz. Ja, okay, port mich. Port mich. Schnell. Hobby. Was? Jetzt porten! Mr. Rix? Rix? Port mich! Yeah, warte, einen Moment. Ich will noch die Kühe bahnen. Eine Sekunde. Ja! Nein! Ich hab schon einen Weizen an die verfüttert! Was? Och Mann! Achso, ja, ich hab mich schon gewundert, hä? Ich wollte gerade die Kühe. Och Marvin! Oh! Okay, ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach erstmal zwei Obsidian ab und nächste. Ich geb dir gleich Trollololololol. Geh weg! Marvin, geh weg. Geht das? Oh ne. Oh ja. Wag es dir. Hoffentlich ist das Ding jetzt noch angehetet. Wenn das Ding nicht mehr angehetet ist. Ich sag's dir. Das war nicht mehr angehetet. Ich hasse dich. Leute, könnt ihr mal entweder Tag machen oder schlafen. Ich hab keinen Bock, die ganze Zeit Zombies zu töten. Nein, wir dürfen nicht so viel cheaten. Jetzt ist Schluss mit cheaten. Fuck, wir brauchen mehr. Das waren die Dias, wo man nur zwei von braucht. Ja, okay, jetzt ist Schluss, genau. Die ersten drei Folgen dürfen wir das hier anmachen und so. Ja, was denn? Kannst du mal bitte schlafen? Ja, okay, warte, ich komm gleich nach Hause. Ja, ein Momentchen. Ich brauche noch einen Obsidian, dann komm ich nach Hause. So, jetzt ist keiner mehr von uns Operator. Ich war noch nie Operator, aber auch gut. Ich weiß. Ich hab Karotten! Was, lol? Bau die an. Ein Zombie hat die gerobbt. Marvin, ach so, nee, ich kann mich ja nicht umbringen. Warte mal, du hast Keep Inventory an, ne? Ja. Sicher? Ja. Wirklich? Ja. Ganz sicher? Ja. Okay, gut. LOL! Nein. Mit dem. Was? Oh. Marvin. Du hast mir gerade einen halben Schock eingejagt. Wollen wir den Cooldown entfernen? Ja, nur einen halben Schock. Ich lebe ja noch. Ja, okay, ein halber Schock. Das war wirklich. Wollen wir den Cooldown entfernen oder nicht? Nee, lass drin. Das macht doch die 1.9 aus. So, können wir jetzt mal pennen, alle? Ja, ich zieht euch doch mal den Bogen rein. Oh, das ist so geil. Ah, mich verfolgt ein Spinnchen. Oh. Guck,
guck dich mal an, wo seid ihr denn? Ich lieg im Bett jetzt. Oh ne, gut, das ist nicht ganz so gut. Mann, es sind Monster in der Nähe. Ja, das juckt mich doch nicht. Ah, die Spinne. Anscheinend ja schon. Ja, jetzt juckt mich gerade. Sie ist tot. Endlich mal ein Dach. Kann ich jetzt schlafen? Ach, danke. Ah ja, die Kühe trampeln schön auf mir rum. Das ist äußerst bequem. Ich wollte schon sagen, wer hat schon wieder mein Bett geklaut. Schnell, leg dich hin. Ich will schlafen. Ich auch. Ich hab keine Lust. GM. TGM, ja, ja, genau. Marvin! Ach, oh, danke. Oh, ich lag schon lange im Bett, Mann. Es wird Tag. Spinni. Ich muss jetzt leider eine Kuh schlachten, Leute. Tut mir leid für die Tierfreunde. Was? Du hast eine Kuh! Im letzten Part hast du die Kuh 1000-mal gemelkt! Also, sei bitte ruhig. Was? Und dann hast du mich gemelkt. Du hast vergessen, dass ich die kleine Kuh. Nein, und dann hast du mich gemelkt. Los, Ricardo, versteck sie. Weil so klar. Marvin, guck mal da raus. Guck mal ganz kurz da raus, wenn ich sie jetzt aufmache. Geh weg. Junge, der ist ein Creeper. Ey, ja, der ist ein Creeper draußen. Kann Creeper-Schaden ausmachen, ne? Wo denn? Ja, wo denn? Das ist. Du Mob-Grief. Oh, da steht so, da. Guck dich mal einen Shader. Nein, was geht denn zu? Wachs dir, wenn der jetzt in mein Haus explodiert. Marvin, ich mache jetzt einen Zaubertisch. Leute, wir haben jetzt gleich einen Zaubertisch. So. Dann müsst ihr aber wow sagen und zwinkern vom PC weggehen. Marvin! Och Mann, wenn das Schwein ausbricht, du bist schuld. Du sammelst das Schwein wieder ein. Was säuft er denn jetzt noch? Mit! Ich geh schon wieder an. Yeah! Guck's dir an, guckt's euch an. Wo wir den Zaubertisch hinstellen? Wir haben einen Zaubertisch, Leute. Wir haben jetzt einen Zaubertisch. Marvin, du reparierst jetzt das Haus. Warte. Du reparierst das Haus. Und da unten liegt sogar noch die Tür drin. Wenn du dich beeilst, bekommst du vielleicht noch. Ricardo. Hi, Marv. Lass ein Haus bauen. Ich baue jetzt hier einen Zaubertisch rein. Hier in so eine Wand halt. Lass ein Haus draus. Oh, Leute, wir haben einen Zaubertisch, ey. Jetzt schon, Alter. Es ging richtig schnell. Ja, okay, 4 Folgen haben wir eigentlich schon. Ich konnte halt die letzten paar nicht aufnehmen, weil ich absolut nicht wollte, dass ihr diese Audioqualität hört. Aber jetzt geht's ja, ne? Ich hoffe einfach mal, dass ich das jetzt auch nicht mit Audacity auf 14 Dezibel verstärken muss. Das musste ich letztes Mal wirklich die ganze Zeit machen. Ich habe die Audioqualität so extrem laut gezogen, damit ihr was hört. Und dann war es trotzdem scheiße. Vor allem mein altes Mikrofon baumelt hier schön um meinen Hals. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht dieses komische Rappeln. Das wäre äußerst furchtbar. Das rappelt im Karton. Der war so scheiße. Der war so richtig scheiße. Allein dafür hättest du eine Schelle verdient. Gut, dass ich nicht Schelle. Vor allem. Ricardo, ich melk dich. Das klappt. Klappt das? Ui, okay, wir können jetzt auf Level 1 verzaubern. Wow, ich habe Level 12. Ich habe Level 12, ist das ein Problem? Ich Level 13, ui, ich bin schon Level 13. Ich bin Level 22. Oh. Was? Ja. Hacker, Cheater. Eindeutig Hex, ja. Ach Marvin, du hast das Haus repariert, gut, ein Glück. Wow. Das Haus sieht einfach so grausam aus, das sieht so furchtbar hässlich aus. Aber guckt euch mal den Shader an, warte ich mal jetzt. Nee, das ist das schönste Haus der Welt. Guckt's euch einfach an, Leute. Oh ja. Zwar 28 FPS, aber guckt's euch an. Mann, ich hab Angst, dass ihr mein Mikrofon hört, ey. Scheiße. Hör auf vom Urlaub zu träumen. Oh, scheiße, ne. Da kommt schon wieder die Costa-Karte geflogen. Okay, Marvin. Okay, ich würde sagen, ich paar jetzt noch einmal die Kühe und dann beenden wir den Part. Ich hab. Warte, lass mich nachdenken, wie viel Produktives habe ich gemacht? Nichts. Ich schon. Ich auch. Ich hab die Kühe gepaart und ich hab uns einen Zaubertisch besorgt. Ich hab fast eine komplette Eisenrüstung und hab mein Haus fast fertig gebaut. Ich glaube, es ist gerade Mittag. Ist es Mittag? Wo ist denn so? Ja, komm, wir gehen wieder zu Marvins Haus. Wir gehen wieder zu Marvins Haus und beenden dann die Folge. Ne, wir haben noch 6 Minuten Zeit. Ganz 6 Minuten, krass. Dann sind es 25 Minuten. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Alter, mit dem Shader sieht das so extrem geil, aber in Höhlen ist der einfach so richtig schlecht. Also nicht schön halt, ne? Zu hell? Lol. Was? Von wem ist das? Oh mein Gott, da steht ein Creeper.
Ich glaube, dann angel ich mal hier an das Haus dran. Ey, das ist meins! Also sieht richtig geil aus. Ich angel jetzt, ich angel da hier. Guck da. Hier oben raus. Ja genau, mach das ruhig. Ich baue weiter. Der Creeper kommt. Der ja, Creeper. Komm. Gordi, komm mal raus. Oder Gordi, bleib drinne. Bleib bitte drinne. Ey, ich bin über dir, aber auch gut. Warte, ich komm raus, okay? Mach, wie du einfach da oben stehst. Komm her. Ich bin ein Creeper. Oh. Hey, ich dachte, im Wasser lösen die Viecher keinen Schaden aus. Ja, vom Boden ich hab her, vier Leben. Oh, ich hab kein Essen. Ich schon, ich hab 23 Fleisch. Ricardo, hast du da zufällig einen Wassereimer stehen? Ich hab einen Wassereimer, ja. Setz mal bitte da unten hin. Das müsste man jetzt in Zeitlupe einspielen. Das mach ich in Zeitlupe und schneide das mal ins Intro. Wie das aussah. Weil er so, so auf den Boden sitzt. Schön, danke so. Und dann Wie das ja aussah. Ich hab so ein Gefühl, dass mein stürzt. Ich hab so ein Gefühl. Egal, der Part ist eh gleich vorbei. Ich hab Angst, weil ich nur wieder dass hier so ganz kurz Roboter und das passiert immer, wenn der PC kurz vorm Abschluss. Weißt du, was dumm ist? Ich hab vergessen zu sagen, dass ihr euch jetzt bewerben könnt. Also ihr könnt bei diesem Projekt mitspielen. Und zwar die Kriterien werde ich nochmal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise in die Beschreibung schreiben. In die Beschreibung schreiben, ja genau. Ja, Und ist gut. Oh, eineinhalb ist Leben. Gut. Und die Bewerbung unterschreiben. Rika, sorry, dass ich unterbrochen habe. Ja, das. Ich bring mich jetzt einfach mal um. Ja, nein, Ricardo. So gut, auf jeden Fall könnt ihr euch nun bewerben. Die Kriterien stehen in der Beschreibung. Und hast du noch ein Glas? Jetzt hältst du die Schnauze! Ich hab. Die Kriterien stehen in der Beschreibung, Corny, bitte. Ganz ruhig. So, Kriterien stehen in der Beschreibung. Ihr könnt euch gerne das mal durchlesen, wenn ihr Bock habt, damit zu spielen. Und ja, das wollte ich nur noch ganz kurz sagen. So, jetzt könnt ihr meinetwegen labern, was ihr wollt. Marc, du hörst jetzt auf, meine Glasscheibe kaputt zu machen. Okay. Guck mal, mein neues Geld. Ui, ist ja nicht schön, das sind die. Warte mal, seht ihr meins auch? Ja. So, hier, wie findet ihr das? Könnt ihr auch mal bewerten. Jetzt fühle ich mich so richtig alleine. MLG in FF Modus. Oh, so, noch mal ein bisschen anpflanzen. Komm, das kann man nochmal einmal ausreizen. Was? MLG in F5-Modus. So, ja, mach das. Gönn dir den F5-Modus. Ich pflanze hier erstmal schön Zeug an. So, wenn ich ab jetzt immer mit den Shader spielen soll, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Also ich finde wirklich, der sieht mega nice aus. Und ist genauso wie GLP. Die ganze Zeit anstatt Abo-Guy, Kommentar-Guy, weil schreibt das in die Kommentare und schreibt dies in die Kommentare. Schreibt alles in die Kommentare. Schreibt alle meine Videos. Kommentare. Guckt alle meine Videos. Die letzten 50 auch bitte. Und bei mir die letzten 5 oder 6. Die einzigen. Ey, Ricardo, ich krieg vielleicht zu Weihnachten eine Wii U. Oh, schön. Das passt ja, nicht ne? Hier hin. Passt nicht hier in dieses Nintendo-Zeug. Doch, das passt voll hier hin. Ja, eben. Ich hab 8 Glas, willst du? Was? 8 Glas? Ah, hier, hier ist 8 Glas. Oh, Scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Hier. Nintendo-Zeug, Alter, was soll das jetzt heißen? Dieses Nintendo-Zeug. Ich erinnere ja nur an letzte Woche, Marvin, ne? Hier. Was ist denn da? Das sind 9. Ein Glas? Ui. So. Ein Glas. Also, ich könnte nochmal die Kühe pannen, soll ich sie nochmal machen, ja, oder? Aber pass auf. Kann ich noch ein paar melken. Aber pass auf. Ich sag's dir. Nein. Ich wollte gerade sagen, pass auf, dass Marv nicht wieder die Kühe melkt. Oder mich. Das funktioniert so? Das ist schließlich unmöglich. Keine Ahnung, wie das biologisch möglich ist, aber beim Ricardo ist alles möglich. Ja, danke. Bitte. Ist hier nicht noch irgendwo eine Kuh? Scheiße, ich habe einen Weizen verschwendet. Naja, jetzt haben sie einen Dreier gemacht. Okay. Ne, ist wirklich so, die sind gerade alle auf einen Haufen gegangen. Wie würde das nur bei Kühen aussehen? Ja, die sind halt auf einen Haufen gegangen, haben ihre Köpfe aneinander gesteckt und dann gab's ein Kind. Das ist ja genau so geht das.
Hä, ich wollte die Tür zumachen, warte. Biologie auf dem Kanal. Wir werden jetzt im Biologie-Kanal. Ja, okay, das reicht jetzt, komm. Komm zu Marvin zu Haus. Ja, komm zu mir auf. Hui, kommt, hoch auf den Balkon. Oh, ich kann sogar rennen. Oh, hier ist ein Ei. Biu. Ach, jetzt habe ich mich auch gerade wieder daran erinnert, was ich vor der Aufnahme verstanden habe. Na ja, egal. Hä? Marvin, kommt runter. Nein, kommt hoch. Runter! Oh, komm. Was ist hier los? Wieso ist eine Uhr? Hier ist einfach eine Uhr über deinen Eingang. Ich weiß. Nee, das geht ja mal gar nicht. Ich baue das gleich mal. Warte, ich muss was ganz Wichtiges machen. Oh, Eier, noch mehr Eier. Ich kann das ist alles drauf. Ja und? Biologie. Alter, ja. wie der Name packt. Ich dachte wieder zurück. Okay, gut, dann. Dafür hab ich eins. Nimm Schild aus der Hand. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Banane! Oh. 5 Jahre hat's gedauert. Seid ihr stolz auf euch. Ja, danke.